Weil die konnten das nicht vertragen. Die sind dann abgehauen nächsten Abend, dann haben sie im Keller versteckt, waren länger als 7 Stunden unterwegs. Die haben gewusst, die kommen vors Kriegsgericht oder sowas, ne? Haben sich aufgehangen. Das ist auch passiert. Kein Platz für Schwäche. Militärathleten sollen sie sein. Hart gegen sich und andere. Ausgebildet von ehemaligen Reichswehroffizieren wie Felix Steiner. Die Junkerschule in Bad Tölz. Kaderschmiede für die Führer der SS-Verbände. Ein Ort für Überzeugungstäter. Gegründet ebenfalls von einem früheren General der Reichswehr, Paul Hauser. Seine Schüler lernen Technik, Taktik und das rechte Bild vom Herrenmenschen. Ich glaube im Nachhinein, dass es ein sehr starker Kameradschaftsgeist war, der auf der gleichen Gesinnung sozusagen beruhte. Darauf beruhte, dass wir überzeugt davon waren, einen gerechten Kampf zu führen, dass wir überzeugt davon waren, eine Herrenrasse zu sein. Wir waren die Besten dieser Herrenrasse. Und das verbindet schon. 22. Juni 1941. Überfall auf die Sowjetunion. Das Riesenreich soll in wenigen Monaten zerschlagen werden. Ein Vernichtungskrieg ohne Beispiel. Millionen von Gefangenen werden gemacht. Über die Hälfte von ihnen verhungert oder wird erschossen. Keine Kameraden. Da ist eine Reihe von russischen Soldaten, also offensichtlich Gefangenen, da aufgebaut. Und eine SS-Gruppe, also SS-Soldaten, machen sich gerade fertig, bauen sich auf und offensichtlich, um diese Kriegsgefangenen zu erschießen. Der SS-Unteroffizier sagte, ach, Herr Oberstleutnant, das sind doch bloß Untermenschen. Und das war typisch wohl doch letzten Endes also für die Ideologie, wie die in der Waffen-SS auch den einfachen Mann, den Unteroffizier, eben da bestimmt hatten, Kriegsgefangene, die auch keine Waffen mehr hatten und so weiter, dort einfach also dann, weil es gerade passte, dann erschießen zu lassen. Ein SS-Mann und sein Gefangener. Nur einer blieb übrig, lautet die zynische Unterschrift zu diesem Foto. An Kriegsverbrechen aber ist nicht nur die SS beteiligt. Auch die Wehrmacht. Mit Bildern von sowjetischen Morden wie in Lemberg 41 schürt die Propaganda Hass. Vernichtungskrieg auf dem Rücken der Zivilbevölkerung. Ein Zeitzeuge erinnert sich an ein Massaker der Waffen-SS in Borisowo nahe Moskau. In Borisowo wurden sofort 25 Personen verhaftet. Die Aktivisten des Dorfes, also die Kolchos-Vorsitzenden und deren Stellvertreter, wie nach einer Liste. Ein Graben war bereits ausgeschaufelt. Die SS-Leute sagten, das sind Partisanen. Borisowo wurde im Oktober 41 von Soldaten der SS-Division Das Reich besetzt. Als auf Deutsch das Kommando Feuer kam, schrie der Sohn des Kolchos-Vorsitzenden, ein kleiner Junge, Vater, ich gebe dich nicht her. Man hat ihn miterschossen. Wenige Wochen später ist Hitlers Blitzkrieg gescheitert. General Winter hat das Kommando übernommen. Weder Wehrmacht noch SS sind auf die Kälte vorbereitet. 46 Grad minus. 46 Grad minus und keine Mantel. Mehr erfroren als verwundet. Also ich gebe es ehrlich zu, ich habe oft nach der Mutter gerufen.
Wissen Sie, so ein 17-Jähriger, und es waren ja so viele, Wir haben uns gegenseitig nur immer angeschaut und... Ich habe gesehen, wie Kameraden die Ohren abgefallen sind und so weiter. Dann haben wir meine Männer alle eine Schnur um den Kopf rum gehabt und die Ohren an den Kopf gebunden. Und dadurch sind wir fertig geworden damit. Wenn Russen fielen, dann ging es darum, denen möglichst schnell ihre Uniformen abzunehmen, solange sie noch nicht kalt waren. Und starr. Damit wir etwas Warmes anzuziehen hatten. Der Gegenschlag. Vor den Toren Moskaus schickt Stalin gut ausgerüstete sibirische Truppen in den Kampf, auch gegen die Waffen-SS. Wir schlugen die Deutschen und brachten der SS riesige Verluste bei. Unsere Stimmung kippte. Wir waren so begeistert, dass wir die legendäre SS in die Flucht schlagen konnten. Der erste große Rückzug der SS. Und das Ende der Legende von der eigenen Unbesiegbarkeit. Der Begriff Rückzug war unehrenhaft. Das gehörte sich nicht. Und deswegen war es für uns, als ob wir was verbrochen hätten, als ob wir was angestellt hätten und was falsch gemacht hätten. Wir waren fertig, wir waren total fertig. Also psychisch und physisch auf dem Boden unten. Dezember 41. Die erste Kriegswende. Gerade dieser Gegenangriff vor Moskau gab uns Gewissheit, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Wir hatten ein Gefecht mit einer deutschen SS-Division und wir hatten gesiegt. Wir kämpften für die Heimat und die Deutschen auf fremdem Boden. Auf diesem Boden kämpft die Waffen-SS vor allem dort, wo die heftigsten Schlachten toben. Als Frontfeuerwehr. So wird sie zunehmend geschätzt, wo ihr vorher Ablehnung entgegenschlug. Bei der Wehrmacht. Wenn man eine Division führte, war man durchaus zufrieden, wenn man einen Waffen-SS-Verband, eine Division neben sich hatte, weil das waren oft ausgezeichnete Soldaten, äußerst tapfere Soldaten. Und meistens waren sie auch besser ausgerüstet als man selber. Und dadurch fühlte man sich durchaus sicher, wenn man sich an einen Waffen-SS-Verband anlehnen konnte. Den Tod geben, den Tod nehmen. In Russland erfüllt sich der Wahlspruch der Waffen-SS. Wenn wir gegen die SS kämpfen sollten, wurden wir ausdrücklich darauf hingewiesen. Genossen, hieß es, ihr werdet gegen die SS-Truppen antreten. Seid auf der Hut, seid wachsam. Das waren richtige Selbstmörder. Solange einer von denen nicht tot war oder zumindest verwundet, wusste man, jeder von ihnen wird bis zum Ende kämpfen. Kämpfen bis zum Ende. Nicht nur aus Fanatismus. Wir haben schon damit gerechnet. Und dann gerade uns von der Waffen-SS, nicht, dass der keine Gefangene machen wird. Der wird uns gleich an der Wand stellen. Nicht? Also, kämpfen bis zur letzten Patrone. Kämpfen auch gegen die eigene Angst. Wenn es zum Angriff ging, glauben Sie mir, es ist fast jeder noch einmal schnell wohin gegangen. Da kam der Drang, der kam von der Angst. Kämpfen. Auch gegen sich selbst. Mitleid wird verdrängt. Sie sind nach mehreren Jahren dermaßen abgestumpft, dass sie das, möchte ich mal sagen, gar nicht mehr merken. Dass sie mitunter rücksichtslos einen umlegen, sagen wir mal. Da müssen sie schon sehr viel Menschlichkeit wieder entwickeln. Und die kommt dann nicht so schnell.
Es ist ein Kampf, der keine Grenzen kennt. Da ist ein Russe auf mich gesprungen. Baumlanger, großer Kerl. Was ich da gemacht habe, möchte ich nicht sagen. Der hat auch nicht mehr gelebt. Ich habe zugebissen. Aber an der Kehle. Also dann, wenn Sie leben wollen, tun Sie alles. Die Waffen-SS hat schwere Verluste, doch am Ende nicht mehr als die Wehrmacht. Beim Sterben an den Fronten schwinden alle Unterschiede. Der SS-Sanitäter Rudolf Porscher. Wenn morgen so junge Kameraden tot im Bett lagen, zusammengekrümmt wie ein Igel, da habe ich oft gedacht, wenn dich deine Mutter hier sehen würde. Hitler setzt weiter auf die Waffen-SS. Sie soll ihm nach der Niederlage von Stalingrad wieder einen Sieg bescheren. Angriff auf Charkow, eine der größten Städte der Sowjetunion. Soldaten der Leibstandarte Adolf Hitler dringen als Erste in die Metropole ein. Es gab einmal den blöden Spruch, die Leibstandarte hätte es als ihre Hauptaufgabe gesehen, ihrem Führer Charkow wieder zu Füßen zu legen. Und diese Motivation war da, wo wir uns gar nichts vormachen. Rückeroberung nur für kurze Zeit. Eine weitere Stadt wird Opfer des Krieges. Hitlers Garde hat hier höhere Verluste als auf den Schlachtfeldern Frankreichs. Ein Pyrrhus-Sieg. Unser Panzerregiment, das ist zu 90% aufgerieben worden. Zu 90%. Propagandabilder für die Heimat. Hitlers Wochenschau verschweigt das Sterben. Und das Morden. Bilder nach der Rückeroberung von Charkow durch die Sowjets. Spuren eines Massakers in einem Lazarett. Der Arzt Jewgeni Katkow war Zeuge. SS-Soldaten warfen Brandgranaten in die Fenster. Das Gebäude begann zu brennen und die Verwundeten versuchten, sich zu retten. Vergeblich. Viele Verwundete verbrannten bei lebendigem Leibe. April 43. Himmler besucht Charkow, begrüßt von Obergruppenführer Hauser. Dies ist der Krieg, den der SS-Chef will und lobt. Wir haben nur eine Aufgabe, diesen Rassenkampf erbarmungslos zu führen. Diese ausgezeichnete Waffe des Schreckens und des Terrors, die uns vorausgeht, nach dem Sieg von Charkow, niemals schwach werden zu lassen. Sollen sie nur noch zu verstärken. Weiter! Gut ein Jahr später, im Süden Frankreichs. 10. Juni 1944. Ce 10 juin 44, c'est à... Dieser 10. Juni 44 war der Tag, der entscheidende Tag in meinem Leben. An diesem Tag macht sich ein Bataillon der SS-Division Das Reich auf den Weg nach Oradour. On prend son déjeuner,